Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Woche mit Büchern, Kalenderwoche 40. Und die war qualitativ sehr gut und auch von der Menge sehr gut. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Außerdem habe ich mir überlegt, möchte ich jetzt mal versuchen, auch in der Bücherwoche meine Neuzugänge aus der Woche zu zeigen, was diesmal aber wirklich sehr viel ist. Ich habe auch noch 3 Bücher hier liegen, die ich euch noch nicht gezeigt hatte, die aber noch zum September gehört haben, und die zeige ich euch dann auch nachher noch eben. Jetzt fange ich aber erstmal an mit meinen 5 Büchern, die ich geschafft habe. Ich habe wirklich viel geschafft. Davon war ein Hörbuch und 4 gelesene Bücher. Das schaffe ich sonst eigentlich nicht so in der Woche. Aber die Kinder haben Ferien, dann haben wir weniger Termine und dann kann man sich auch mal die Zeit nehmen zum Lesen. Ich gucke gerade, womit ich anfange. Ich fange mal an mit dem in Anführungsstrichen schwächsten Buch mit 4 Sternen, was ja eigentlich auch nicht schwach ist. Und zwar One Love von Lauren Blakely. Ist im Knauer Verlag erschienen für 9,99 €, wobei ich 9,99 € für etwas über 200 Seiten echt viel finde. Aber mir wurde das zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, hat 4 Sterne von mir bekommen. Das sind so kleine Liebesgeschichten für zwischendurch. Nichts Weltbewegendes, was einem lange im Gedächtnis bleibt. Aber ja, zwischendurch halt ganz schön zu lesen. Lauren Blakely schreibt auch sehr flüssig. Und hier ging es um Penny und um Gabriel. Penny ist eine junge Tierheimleiterin, die verzweifelt auf der Suche nach einem Caterer ist. Und dann bekommt sie den Tipp, dass der neue Starkoch Gabriel sowas wohl machen würde. Und ja, sie stellt dann aber bei dem Treffen oder eigentlich schon vorher fest, dass das der Gabriel ist, mit dem sie eine Urlaubsaffäre damals hatte und er danach zu dem Treffpunkt nie erschienen ist. Und Gabriel wiederum erkennt sie nicht sofort. Er fragt sie zwar, haben wir uns schon mal gesehen, aber sie antwortet dann nein. Und wie das Ganze weitergeht, möchte ich hier natürlich nicht verraten. Aber wie gesagt, ein 4-Sterne-Buch für mich. Dann komme ich zu dem gehörten Buch. Und zwar war das der 4. Teil der Lost in Love-Reihe von Mary Force. Im Moment zeige ich auch fast in jedem Video eins von den Bänden, weil im Moment höre ich die wirklich sehr gerne. Jetzt mache ich aber erstmal Pause. Jetzt müssen erstmal wieder Swiller dran. hier ging es dann um Hunter. Das ist einer der Abbott-Söhne. Er kümmert sich um die Finanzen der Firma. Und er steht ja schon so lange auf Megan aus dem Diner, die aber ja so lange jetzt hinter seinem Bruder her war. Und ja, die beiden kommen sich jetzt dann doch näher, da sein Opa wieder auf Verkupplungswegen ist, wie immer, und ihm vorgeschlagen hat, das Diner zu kaufen, weil das zum Verkauf steht. Und dann hätte er ja sozusagen gezwungenermaßen mehr mit Megan zu tun. Ich finde die Reihe nach wie vor toll. Die Familie Abbott ist einfach der Knaller. Das Einzige, was mich hier wiederum gestört hat, dass es, ja, wie soll ich sagen, also ich lese Erotikbücher, gar keine Frage, aber ich finde, in so einer Liebesgeschichte war das einfach zu viel Erotik. Da geht so ein bisschen die Liebesgeschichte an sich flöten. Und das war im ersten Teil, meine ich, nicht so, im zweiten auch nicht, weil das ein sehr ernsthaftes Thema war im zweiten. Aber in den dritten und vierten war mir das doch schon sehr stark vorhanden. 4 Sterne für das Buch. Luna, was ist hier los? Die dreht immer den Kopf so hin und her, wenn ich mit ihr rede. Dann habe ich, ja, ich kann das schlecht beschreiben. Jetzt kommen nur 5 Sterne-Bücher. Ich entscheide jetzt ja nicht mehr zwischen 4, 4,5 und 5, sondern wirklich nur noch zwischen 4 und 5.
Und bei diesen Büchern habe ich es einfach gehabt, ich hatte nichts zu bemängeln. Ja, bei einem hatte ich eine Kleinigkeit zu bemängeln, aber die Geschichte an sich war so der Knaller, dass ich einfach nicht 4 Sterne geben konnte. Das wäre einfach zu wenig gewesen. Und zwar spreche ich von Adele Parks Bei deinem Leben, ist im HarperCollins Verlag für 14,99 € erschienen. Und hier ging es um Anna und Zoe. Sie sind Zwillinge. Zoe ist mehr so der ausgeflippte Typ. Sie sucht auch gar keine Liebe fürs Leben. Und Anna sucht aber nach der Liebe, ist aber so mehr dieses, ja, Mädchen von nebenan, so ein bisschen graues Mäuschen. Und Anna lernt dann aber im Internet den charismatischen Nick kennen. Und es entwickelt sich immer mehr zwischen den beiden. Und das passt Zoe gar nicht. Und sie versucht mit allen Mitteln irgendwas zu finden, was an ihm auszusetzen ist. Und die Geschichte hat sich so nach Hälfte, Dreiviertel in eine ganz andere Richtung entwickelt. Erst habe ich gedacht, oh nee, bitte nicht so. Und dann kam eine überraschende Wendung, die war so der Hammer, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Und auch das Ende fand ich sehr gut gewählt und hat eigentlich auch noch so ein bisschen Raum für Gedankenspiele gelassen, so dass ich wirklich einen raffinierten Spannungsroman fand, der einfach 4 Sterne, bei dem 4 Sterne einfach für mich zu wenig gewesen wären. Und deswegen hat er 5 Sterne bekommen, obwohl es nicht so flüssig zu lesen war. Es hatte so keine Längen, aber es war einfach nicht ganz so leicht zu lesen. Aber für die Geschichte muss ich einfach 5 Sterne geben. Ich lasse Luna mal eben raus. So, dann ist Ruhe. Dann habe ich ein Liebes-Erotik-Roman gelesen. Der hat von mir 5 Sterne bekommen, weil er die ganze Zeit so eine knisternde, anregende Spannung in sich hatte. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das habe ich so bei noch keinem Liebesroman beziehungsweise Erotikroman gehabt. Das lag einfach an dem Hauptprotagonisten. Und zwar spreche ich von Dirty Love, Ich will dir gehören von Laureline Page. Da kommt jetzt im Dezember leider erst der zweite Teil. Der heißt, glaube ich, ich brauche dich, meine ich. Und ja, hier geht es um, ach, wie hieß sie denn jetzt? Das steht hier natürlich nirgendwo. Ich kriege zu viel. Ich komme doch jetzt echt nicht drauf. Es ging ja auf jeden Fall um Donovan und um Weston. Das sind die beiden Männer, um die es hier in dem Buch geht. Und ja, wie heißt sie denn jetzt? Auf jeden Fall, sie ist als Teenager eigentlich total hinter Weston her. Und Donovan, der war schon immer ein sehr kühler Typ. Er sagt ihr dann einfach gerade heraus, bei dem hast du nur Chancen, wenn du keine Jungfrau mehr bist. So fängt das Ganze an. Und sie ist ihm schon dann als sehr junge Frau so ein bisschen verfallen. Sie lässt sich von ihm verführen und verliert halt dann mit ihm ihre Unschuld. Und ja, ist eigentlich so ein bisschen zerstört für andere Männer. Ich glaube, 10 Jahre, ja, 10 Jahre später ist es dann, sie hat einen tollen Job bekommen. Ja, bis sich herausstellt, dass Kincaid, also Donovan Kincaid, ihr neuer Chef ist. Und sie jetzt natürlich Angst hat, dass er sie wieder zerstört. Und das ist einfach so während der ganzen Geschichte so aufregend, so ich konnte das gar nicht beschreiben. Also ich war selbst total angespannt, weil ich einfach immer wissen musste, was passiert jetzt mit ihr und was ist mit Donovan eigentlich wirklich, was ist sein Problem? Und ja, ich war einfach total gefesselt und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, weil sie am Ende des ersten Teils etwas rausbekommt, was ungeheuerlich ist. Und ja, ich warte jetzt wirklich auf den zweiten Teil.
absolute Empfehlung. So, und das letzte Buch, was ich euch zeige, das habe ich am Sonntag. Da ist mein Mann mit den Kindern zum Fußball gefahren, also hatte ich Zeit. Und das war ein Buch, also bei deinem Leben, da hatte ich ja Schwierigkeiten zu lesen, da gut durchzukommen. Und bei diesem Buch war das so, ich habe eigentlich morgens im Bett, wollte nur eben kurz mal reinlesen, ist ein E-Book, weil ich nicht schlafen konnte, wollte ich eben reinlesen, da hatte ich auf einmal schon 15% gelesen. Und als ich dann aufgestanden bin, habe ich direkt weitergelesen und so ging das den ganzen Tag. Also dieses Buch fand ich wirklich von Anfang bis Ende spannend. Ich glaub's nicht, jetzt will Luna schon wieder rein. Kannst du dich mal entscheiden? Dann leg dich jetzt wenigstens hin. Leg dich mal hin, dann sieht man dich wenigstens. Es gibt hier nämlich einige Zuschauer, die dich immer gerne sehen. Und es handelt sich hierbei um A Stranger in the House, das Böse ist näher als du denkst, von Shari LaPena, ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen. Ich habe letztes Jahr schon von ihr gelesen, The Couple Next Door, das hatte mir auch schon sehr gut gefallen. Und ja, dieses, ja, wie soll ich sagen, es fängt eigentlich damit an, dass, jetzt muss ich wieder auf die Namen gucken, ich glaube Tom und Karen, also Karen auf jeden Fall. Wieso schreiben die eigentlich in dem Klappentext dann nie die Namen mit rein? Steht jetzt nicht. Auf jeden Fall geht es um Karen und um, ich glaube, Tom. Und er kommt nach Hause, findet die Haustür offen vor, was gar nicht zu Karen passt. Sie ist eigentlich sehr gewissenhaft. Sie war schon am Salat schneiden, das liegt da alles noch. Ihr Handy, ihre Tasche ist da. Also wirklich so ein überstürzter Aufbruch. Und nach einiger Zeit, als er alle Freunde abtelefoniert hat, ruft er dann die Polizei. Unabhängig von seinem Anruf taucht aber die Polizei bei ihm auf und sagt ihm, seine Frau hätte einen Unfall. Sie wäre bei Rot in ungeheuerlicher Geschwindigkeit über die Kreuzung gerast und dann gegen einen Strommasten. Sie liegt im Krankenhaus, sie hat etwas Verletzungen abbekommen, aber jetzt nichts Schwerwiegendes. Aber er kommt dann dorthin und es wird festgestellt, dass sie an dieser Amnesie leidet, die aufgrund des Unfalls vorhanden ist sozusagen. Ja, einige Zeit später wird aber eine Leiche in der Nähe des Unfallortes gefunden und die Polizei geht davon aus, da auch Spuren von ihr zu finden sind, dass sie von dort geflüchtet ist und dann den Unfall gebaut hat. So, dann gibt es noch eine Beteiligte mehr, das ist die Nachbarin. Die ist sehr gut befreundet mit Karen mittlerweile, also es war so, dass Tom, ich hoffe, er heißt Tom, schon bevor die beiden sich kennengelernt haben, das Haus gekauft hat. Und da war diese Frau halt auch schon seine Nachbarin. Und die haben sich halt angefreundet und die kommt jetzt auch immer und fragt auch immer, wie es jetzt Karen geht, ob sie sich schon wieder an was erinnern kann. Ja, und so wird das alles aufgebröselt und zum Schluss gab es da, als die Geschichte dann eigentlich aufgeklärt war und auch völlig plausibel für mich war, dreht sich alles nochmal komplett. Und ja, ich finde das immer toll, wenn man dann da sitzt und so wow, so ein Wow-Effekt. Und das war hier auch. Und deswegen habe ich mich hier auch für 5 Sterne anstatt für 4 Sterne entschieden. Und das Buch kann ich euch auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Das muss ich auch noch irgendwann für mein Bücherregal haben. So, jetzt sind 15 Minuten fast. Dann wird es Zeit für die Neuzugänge. Erstmal die 3, die ich euch noch unterschlagen hatte. Wir waren irgendwie vor 2, 3 Wochen beim Thalia. Und da habe ich gefunden von Katharina Jung auf 0 als Hardcover anstatt 19,95 Euro 4,99 Euro. Und hier geht es um Nina, sie ist gesund, aber nicht geheilt. Sie hat Leukämie überstanden und für die 20-Jährige klingt das halt wie freu dich bloß nicht zu früh.
Und ich habe da ja selbst schon Erfahrung mitgemacht. Meine Eltern hatten ja beide Krebs und sind auch beide dran gestorben. Und Nina lernt dann Erik kennen und ist schneller in ihn verliebt, als ihre Angst vor einem Rückfall es erlaubt. Aber wie soll Liebe funktionieren, wenn einem der Mut zum Leben fehlt? Ich finde, das hört sich sehr interessant an und das durfte dann mit. Dann war das Witzige, die hatten diese 3,99 Mängelexemplarstände da noch. Und da hatte ich dann gefunden von Frederick Backman, Britt-Marie war hier. Und das ist das Einzigste von ihm, was ich noch nicht habe. Und ja, dann wollte ich das mitnehmen. Hatte mich aber schon geärgert, dass ich alle anderen als Hardcover habe. Und das wäre dann ja ein Taschenbuch. Und dann gehe ich einen Stand weiter. Und was finde ich da für 1 Euro mehr? Das Hardcover. Das war echt der Knaller. Wie gesagt, von Frederick Backman. Britt-Marie war hier. Man kennt ihn ja von einem Mann namens Ove. Und meine Oma sagt, es tut ihr leid. Und das sind immer so ganz spezielle Bücher. Und die höre ich immer gerne. Und hier geht es um Britt-Marie. Sie ist pedantisch und ziemlich zugeknöpft, sagen die Leute. Burg ist ein Kaff und ziemlich abgehängt, sagen die Leute. Britt-Marie hat wegen ihrer Ehekrise nichts mehr außer ihren Putzmitteln und ihren Balkonpflanzen. Burg hat wegen der Wirtschaftskrise nichts mehr außer ein paar Fußballverrückte und einem Jugendzentrum ohne Hausmeister. Ein unglaublich berührender und witziger Roman übers Verlieren, Verlieben und Mitspielen, wenn das Leben ins Rollen kommt. Auch für 4,99 anstatt wahrscheinlich 19,95. Und ja, das durfte dann halt auch mit. Und dann war noch ein Rezensionsexemplar eingezogen. Ich hatte ja vom Verlag vor ein paar Monaten Hitze zugeschickt bekommen und das war ja auch ein Fünf-Sterne-Buch für mich. Ich weiß auch nicht, im Moment lese ich sehr viele Fünf-Sterne-Bücher. Und dann habe ich jetzt auch noch den zweiten Teil dazu angefragt und zwar Ins Dunkel von Jane Harper. Und das war nämlich ein ganz besonderer Thriller Hitze. Da ging es um Aaron Falk. Ja, und hier geht es jetzt um einen weiteren Fall. Da bin ich auch schon sehr gespannt. So, und dann war ich noch mit den Kindern jetzt unterwegs. Wir waren mit Zug in Rheine, sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Wir wollten endlich mal mit Zug fahren. Die Kinder waren noch nie Zug gefahren. Und da habe ich bei Woolworth ganz tolle Schnäppchen gefunden. Und zwar dieses von Katharina Biewald, ein Buchladen zum Verlieben für 4,99 € auch anstatt 19,95. Und hier geht es halt um eine Buchhandlung, die einen verschlafenen Ort wieder zum Leben erweckt. Und ja, das habe ich auch schon lange mal haben wollen. Und dann habe ich noch zwei absolute Schnäppchen mehr gefunden bei Woolworth. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und zwar von Pepper Winters, Pure Corruption, Verloren in der Dunkelheit. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil hatte ich schon bei Avell mal mitbestellt, da wusste ich nicht, dass das der zweite Teil ist. Jetzt habe ich den ersten auch für sage und schreibe 2,99. Und ja, hier geht es um eine Biker-Gang. Und dann halt New Adult oder was, oder Erotik. Und von Katie Evans Saint, Ein Mann, eine Sünde, ist auch im Lux Verlag erschienen. Eigentlich für 10 Euro. Ich habe es jetzt auch für 2,99 bekommen. Und da ist gar nichts mit, außer der Stempel. Und hier geht es um eine Journalistin. Sie soll endlich eine große Story landen. Sie soll einen Enthüllungsbericht über Malcolm Saint schreiben. Saint ist mysteriös privilegiert, eine Legende in den High-Society-Kreisen Chicagos. Doch obwohl die Presse jeden seiner Schritte verfolgt, den wahren Malcolm Saint kennt niemand, noch nicht. Denn genau dieses Geheimnis will Rachel lüften. Aber kann sie dem reichen Playboy so nahe kommen, dass ohne ihm selbst zu verfallen? Hört sich auch sehr interessant an. Meine Stimme lässt nach. Deswegen beeilen wir uns jetzt ein bisschen. Dann ist noch, ich dachte, als ich den Preis gesehen habe, das kann doch nicht. War noch eingeschweißt, habe ich beim Teddy gefunden für 1 Euro. Himmelstal von Marie Hermansen. Hier geht es um Daniel und seinen Zwillingsbruder Max. Er besucht seinen Zwillingsbruder Max in der Kurklinik Himmelstal und er beschließt, etwas länger zu bleiben, da ihm die Alpenidylle so gefällt.
Bloß dann geht Max auf Reisen und Daniel muss halt dann als der Patient herhalten. Und was Ruhe und Beschaulichkeit versprach, entpuppt sich als ein Kampf auf Leben und Tod. Und da habe ich schon viel gehört, vor ein paar Jahren schon. Und jetzt habe ich es für 1 € bekommen. So, und dann sind noch letzte Woche Rezensionsexemplare eingezogen. Zum einen von Ellen Carster, endlich der zweite Teil, Eine neue Zeit, die Hansensaga. Der erste Teil hatte mir richtig gut gefallen. Und da bin ich jetzt gespannt auf die Fortsetzung. Es geht hier um eine, ja, so eine Kaffeefabrik beziehungsweise Kakaofabrik dann und wie die Familie sich durch die Zeiten durchschlägt. So, dann habe ich endlich mal wieder bei Lovely Box gewonnen. Da habe ich wirklich über ein Jahr nichts mehr gewonnen. Und dann noch ein Buch, was mich wirklich sehr interessiert und was auch sehr schön aufgemacht ist, von Nova Meyer-Henrich, Wenn Liebe nicht reicht, wie die Depression mir den Vater stahl. Und hier schreibt sie wirklich über Depressionen. Ihr Vater hat sich wohl später umgebracht. Und sie führt halt Gespräche auch mit ihrer Mutter. Und ja, also das interessiert mich wirklich sehr, weil ich mich immer sehr für das Thema Depression interessiere. Das ist auch nicht so dick. Das hat nur etwas über 200 Seiten und deswegen freue ich mich sehr darauf, das zu lesen. Und dann sind noch zwei Hardcover bei mir eingezogen, über die ich mich sehr freue. Einmal von Charlotte Link, Die Suche, das neueste Buch von ihr. Ich hatte aber nicht geahnt, dass das wieder so dick ist. Kostet 24 €, ist schon echt ein Hammerpreis. Ist jetzt im Blau-Vallée Verlag erschienen. Und das zweite, auf das habe ich mich auch schon sehr gefreut, da ich die Totenfrau-Trilogie einfach klasse fand, von Bernhard Eichner, Bösland, ist jetzt im BTB Verlag erschienen für 20 €. Ist auch nicht ganz so dick. Ich weiß nicht, ob die Verlage dann auch danach gehen, wie dick das Hardcover ist. Keine Ahnung. Ach, worum ging's da? Geht's denn in die Suche? Es ist auch wieder so typisch, ne? Wir wollen Freitagmorgen zur Buchmesse fahren. Wir fahren 4 Stunden und ich werde wieder krank, ne? Das ist absolut typisch. Ja, worum geht's hier? Es ist auf jeden Fall ein Spannungsroman, Kriminalroman. Hier wird eine Leiche der ein Jahr zuvor verschwundenen 14-jährigen Saskia gefunden. Kurze Zeit später wird ein junges Mädchen vermisst, die ebenfalls 14-jährige Amelie. Die Polizei ist alarmiert. Handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter? Ja, bin ich gespannt drauf. Und Bösland, da steht hier nur: Komm mit ins Bösland. Er hing an dem Gürtel, mit dem er mich immer geschlagen hat. Ich starrte sein Gesicht an, seinen offenen Mund, seine weiße Haut und die Hände, die still an seinen Armen herunterhingen. Da war nichts mehr, das mir Angst machte. Ich war glücklich. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Hört sich auch sehr interessant an. So, jetzt habe ich auch keine Stimme mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich sehr über Daumen hoch und Kommentare von euch. Und wenn ihr mich gerade entdeckt habt, auch sehr über Abonnenten. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit endlich mal das 400-Abonnenten-Special in Angriff nehmen. Das werdet ihr dann ja sehen, wenn ihr meine Videos verfolgt. Jetzt habe ich auch genug gequatscht. Ach, das geht ja noch. Ja, obwohl, ist schon viel. So lang sind meine Videos sonst nicht. Ja, das war's von mir. Schreibt mir auch ruhig in die Kommentare, ob euch das mit den Neuzugängen gefällt oder eher nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!